Es ist jetzt schon eine sensationelle Saison der A-Jugend des TSV Allach. Der Neuling in der Jugendbundesliga hat die Vorrunde als Gruppenzweiter souverän bestanden und kämpft jetzt mit um den deutschen Meistertitel. Wir haben angefangen als Außenseiter, kann man fast sagen, also wurden auch so dargestellt und waren anfangs auch sehr nervös. Und dann jedes Spiel, das wir gewonnen haben, haben wir mehr Selbstbewusstsein bekommen und umso besser haben wir dann auch gespielt. Die Meisterrunde beginnt in zwei Gruppen zu je 8 Teams. Die Mannschaft aus dem Münchner Westen trifft in ihr auf die Jugendauswahlen der großen deutschen Topvereine. Bisschen überregional in den Schlagzeilen und man fragt sich jetzt schon, Allach, wo liegt Allach überhaupt? Wir kennen Gummersbach und wir kennen Rhein-Neckar-Löwen, aber Allach bisher noch nicht. Im ersten Spiel der Meisterrunde empfangen die Allacher die Jugend der HSG Wetzlar. Schon jetzt herrscht Vorfreude auf das Heimspiel in der Halle an der Ebersbuschstraße. Am 30. November ist sicher wieder Ausnahmezustand. Wir haben 500-700 Zuschauer in der Halle, was für ein Jugendspiel absolut eine Ausnahme ist. Was Besonderes, muss ich sagen, weil zum Beispiel letztes Jahr habe ich B-Jung-Bayernliga gespielt. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber da war die Halle nicht mal ansatzweise so voll. Mit dem Sprung unter die besten 16 Mannschaften Deutschlands hat der TSV Allach die Qualifikation für die kommende Spielzeit in der Jugendbundesliga geschafft. Gelingt noch der Schritt ins Viertelfinale oder gar mehr, wird aus der sensationellen Saison eine legendäre.